Marc Gebauer verkauft dir eine Rolex, danach decken die Wristbusters auf, dass diese fake ist. Erstmal muss ich direkt sagen, das würde nicht passieren bei Marc Gebauer. Ich kann mir keinen Fall aber vorstellen, wie er nicht vor mir wüsste, dass eine Uhr fake ist. Ich habe ein gutes Konvolut an Uhren, ich wüsste nicht wie viele. Meine besonderste Uhr ist die Patek Philippe 5890.